Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneXU.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Experten-Tipps zum Wochenende. Ja, und diesmal bleiben wir in Köln am Samstag und Sonntag. Wir haben am Samstag natürlich noch schöne Rennen in Auteuil und am Sonntag natürlich in Paris-Vincennes. Aber wir bleiben in Galopp-Deutschland an diesem Wochenende und gehen in die großen Rennen rein. Und natürlich am Samstag gehen wir in die Winterkönigin-Trial rein, das Listenrennen über 1500 Meter. Und das Rennen ist 25.000 Euro dotiert. Zweijährige Stuten am Ablauf. Und die aktuelle Winterkönigin-Favoritin, das ist Narella. Die gewann ja in Baden-Baden. Wie hätte ich angesagt, die ist hier nicht am Ablauf. Aber an diesem Pferd werden sich dann später alle messen müssen in der Winterkönigin. Ja, dann gehen wir mal rein hier in dieses Rennen. Rock My Love, Markus Klug hier. Ja, das ist auch der Trainer von Norella. Der sattelt hier mit Rock My Love. Ein Pferd hat er in diesem Rennen drin. Und das Pferd gewann hoch überlegen mit über 3 Längen in Düsseldorf. Form wurde aufgewertet. Und aus dem großen Markus Klug-Schall ist sie natürlich hier die Favoritin. Aktueller Kurs so zwischen 25 und 30 zu 10. Ja, Soyon hier, das Pferd von JP Cavallo. Ullmann hier, der Besitzer, Top-Stute hier, hat schon 2 Starts, 2 Lebensstarts, da hat sie natürlich einiges an den Konkurrenten voraus hier und einen frischen Baden-Baden-Sieg und das macht sie natürlich hier zu einer der gemeinten Pferde. Cabarita hier aus dem Stall von Gröschel, gewann gut gewettet in Baden-Baden, das hatte man eher nicht so erwartet, aber ja, die Wetter hatten recht behalten. Gewann mit großem Kampfgeist gegen Binti Alnar. Ja, und Binti Alnar gewann danach hochüberlegen. Also sie hat ein gutes Pferd geschlagen, die gute Cabarita. Gebucht ist Philipp Minderick auf diesem Ritt hier. Und es ist ein tolles Pferd und wird sie natürlich auch ganz, ganz schwer hier um den Sieg mitkämpfen. Ja, wer gewinnt das Rennen hier? Lafayette ist hier noch drin, Peter Schürgen hier, der Trainer. Aber dieses Pferd muss sich unbedingt steigern. Ja, Rock My Love gewann so stark. Aber Cabarita, das ist schon eine Hausnummer. Die gewann, wie gesagt, sehr gut in Baden-Baden, tollen Kampfgeist gezeigt. Aber ich gehe mit Rock My Love, denn die Form war sehr, sehr stark. Und Markus Klug, der weiß sowieso, wie es funktioniert. Also Narella, die werden miteinander gearbeitet haben. Und deswegen Rock My Love hier wird sich nochmal gesteigert haben und wird für mich die Winterkönigin-Trial gewinnen am Samstag in Köln. Dann geht es weiter zum Sonntag in den Kölner Stutenpreis. Für die Stuten das Listenrennen über 1850 Meter, 25.000 Euro ist auch dieses Rennen dotiert. Viele Pferde im Ablauf und da ist natürlich einiges möglich. Allen voran hier der Al-Shagab Starter Middle East hier. Auf dem sitzt nun Benoist hier, Grégory Benoist aus Frankreich. Zuvor saß Herr Jun Jagd drauf. Da hatte ich ihn ja letztes Mal angesagt in Düsseldorf. Da wurde sie Dritte und sie wollen natürlich einen Listensieg haben, denn das Pferd ist super gezüchtet von Frankel und die pochen natürlich hier auf einen Listensieg für die gute Middle East hier. Aber im großen Feld sind natürlich Oppositionspferde da. Juliana, Sky Full of Stars und Pemina, all diese Pferde nehmen sich nicht viel, waren zuletzt nicht weit voneinander entfernt und sollten auch wieder nahe beieinander sein. Litara trägt die Farben der Derby-Siegerin, der Stuten-Derby-Siegerin, geht nun in der Klasse deutlich zurück und sollte auch hier erste Chancen anmelden. Dann haben wir noch drin ein Pferd, was viel Gewicht geben muss. Das ist La Dynamite, bringt viel Erfahrung mit, ist Bahn- und Distanzsieger und wird auch hier gut gewettet werden. Hat ein GAG von 88 Kilo. Prima Violetta muss sich steigern, war letztes Mal Favoritin gegen die ganzen Pferde hier, gegen die sie wieder läuft. Aber da erwarte ich eine deutliche Steigerung. Super schweres Rennen, aber ich gehe mit dem Al-Shagab-Starter mit Middle East. Ich hatte sie, wie gesagt, letztes Mal schon angesagt, aber sowas muss sie immer können. Die Frankreich-Formen waren auch stark, war hinter Pferden, die danach Listen gewannen. Juliana ist für mich die Gegnerin von Middle East. Und dann geht es weiter zum Hauptereignis am Sonntag in Köln. Und zwar in den 55. Großen Preis von Europa, Gruppe 1, 155.000 Euro dotiert. Ja, leider keine ausländischen Pferde genannt. Aber hier haben wir gute deutsche Pferde im Ablauf. Und zwar die Starter aus dem deutschen Derby, muss man sagen. Es ist ein Revival. Colomano und Windstoß. Colomano war ja der Favorit im deutschen Derby, war mit Andreas Helfenmann unterwegs. Zuletzt saß aber Eduardo Pedrosa drauf. Und auch diesmal wird Eduardo Pedrosa drauf sitzen. Windstoß. Ja, das Pferd gewann das Derby, aber dann in Baden-Baden lief es gar nicht gut für die beiden. Colomano und Windstoß waren schon weit geschlagen von den Erstgemeinden. Das Derby war wohl nicht das Beste der Geschichte, da bis jetzt von den Startern noch keine großen Bäume ausgerissen wurden. Nichtsdestotrotz, das Rennen ist hier gut besetzt. Montreal hier, Sechster des Derbys, auch hier drin, war danach in Frankreich in einem 3000-Meter-Rennen engagiert. Guter Zweiter und ist auch hier nicht ungefährlich.
ja, Rätsel aufzeigen lässt, Angel VJ, der zweite Platz im Derby, das war wohl nur eine Eintagsfliege. Das hat so viel Kraft gekostet, da geht gar nichts mehr. Also das würde mich schon wundern, wenn der hier weit nach vorne laufen würde. Ja, ein Derby-Revival steht hier an. Colomano war der Favorit, da ging gar nichts. Windstoß kommt jetzt zu einer zweimonatigen Pause nach Baden-Baden damals. Colomano hat ja noch einen Start dazwischen und sollte jetzt wieder zu Kräften kommen. Und deswegen gewinnt für mich der Derby-Sieger 2017. Und das ist Windstoß, dieses Rennen hier, den 55. großen Preis von Europa. Ja, das war's jetzt schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!